Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis von TestVenture und heute habe ich den Multifunktionsdrucker HP SmartTank 7005 im Test. Der HP SmartTank setzt auf ein modernes Tintenflaschensystem und soll dadurch besonders ergiebig sein. Ich nehme den Drucker genau unter die Lupe, zeige euch den Funktionsumfang und werde einige Testseiten ausdrucken. Ihr dürft gespannt sein, los geht's! Schauen wir uns als erstes die Verarbeitung und das Design des Multifunktionsdruckers an. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig, alles ist robust gebaut und fühlt sich wertig an. Von der Größe her ist der SmartTank zwar nicht der kleinste, er passt aber noch problemlos auf meinen Schreibtisch. Auf der Rückseite gibt es einen USB-Port, darüber finden wir das Scannerfach und daneben das kleine Schwarz-Weiß-Display mit den Bedienungstasten. Über die Tasten können wir scannen, kopieren oder Drucke abbrechen. Darunter haben wir das Papierausgabefach und links und rechts können wir unseren aktuellen Tintenstand einsehen. Ganz unten gibt es den Papiereinzug, der sogar automatisch die Papiergröße erkennen kann. Optisch macht der HP SmartTank 7005 für mich eine gute Figur und die Anzeige des Tintenstands sieht wirklich toll aus. Im Lieferumfang gibt es neben dem HP-Drucker ein Stromkabel und die Tintenflaschen in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Als Bonus bekommen wir sogar noch eine extra schwarze Tintenflasche als Reserve mitgeliefert. Das ist wirklich positiv zu bewerten. Drucken, scannen und kopieren. Legen wir also los und drucken meine Testseite aus. Kurz zur Info, ich drucke alles auf maximaler Qualität. Gedruckt wird mit 4800x1200 dpi und dauert ca. 30 Sekunden in Farbe. Die Druckqualität ist als sehr gut einzuordnen. Alles ist schön scharf und sauber gedruckt. An Farbe wird nicht gespart und selbst Fotos und Grafiken haben eine tolle Qualität. Farbverläufe schafft der Drucker ebenfalls problemlos. Ein wirklich tolles Ergebnis, bis auf kleineres Rauschen und kleinere Fransen an der Schrift gibt es kaum etwas auszusetzen. Automatischer, beidseitiger Duplexdruck funktioniert außerdem zuverlässig und problemlos. Legen wir also Fotopapier ein und drucken auch hier ein paar Fotos aus. Allerdings funktioniert hier nur das originale HP-Fotopapier. Ich hatte zuerst glänzendes Papier von einem Drittanbieter, welches der SmartTank nicht richtig einziehen konnte und daher immer etwas vom Foto abgeschnitten hat. Als ich auf das Fotopapier von HP gewechselt habe, gab es solche Probleme komischerweise nicht mehr. Der Fotodruck ist aber insgesamt auf einem sehr guten Niveau. Ein Druck dauert aber ca. 50 Sekunden. Die Schärfe und der Kontrast können dafür überzeugen. Farbverläufe werden gut abgebildet, bekommen aber insgesamt ein kleines Rauschen. Der Druck ist etwas dunkler als das Original, kommt aber schon recht nah heran. Lediglich die Farben könnten für meinen Geschmack noch etwas knalliger ausfallen. Kurz in eigener Sache. Wir haben uns den HP SmartTank selber gekauft, um den Test so neutral wie möglich zu gestalten. Wenn dir der Drucker und das Video bis hierher gefällt, dann unterstütze uns doch gerne über die Links in der Videobeschreibung oder hilf uns mit einem Like und einem kostenlosen Abo weiter. Vielen Dank und weiter geht's mit einem Scan. Gescannt wird mit 1200x1200 dpi über das Scannerfach. Die Qualität ist wie zu sehen bei Schrift und Text ausreichend, bei Fotos und Grafiken bekommen wir aber ordentlich Rauschen. Für normale Büroaktivitäten aber vollkommen in Ordnung. Kopiert wird per Tastendruck und dauert ca. 20 Sekunden. Die Qualität geht insgesamt in Ordnung, wir bekommen aber wieder ein starkes Rauschen, besonders bei Fotos und Grafiken. Auch die Schrift ist etwas krisselig, aber noch gut lesbar. Die Druckertinte. Das Highlight beim HP SmartTank sind natürlich die Tintenflaschen. Mit ca. 13 Euro pro Flasche sind diese nicht nur besonders günstig, sondern auch wirklich extrem sparsam. Jede farbige Flasche schafft bis zu 8000 Seiten in Farbe und die schwarze Tintenflasche schafft bis zu 6000 Seiten.
Ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Damit gehört der HP SmartTank zu den sparsamsten und ergiebigsten Druckern auf dem Markt. In meinem Test habe ich wirklich sehr viele Testseiten ausgedruckt und der Tintenstand hat sich kaum verändert. Über zu hohe Druckkosten muss man sich beim HP SmartTank wirklich keine Gedanken mehr machen. Die Installation. Die Tintenflaschen lassen sich leicht installieren und der Drucker ist schnell nachgefüllt. Auslaufen oder umkippen kann hier wirklich nichts. Insgesamt ist die komplette Einrichtung aber sehr aufwendig. Wir müssen die Tinte auffüllen, die Druckköpfe einbauen, eine Druckausrichtung starten, die Software installieren, den WLAN-Setup-Modus ausführen und einen HP-Account erstellen. Dafür sollte man sich mindestens 30 Minuten Zeit einplanen. Das kann in Zukunft gerne etwas einfacher gehen. Wie genau der Drucker aber eingerichtet wird, habe ich bereits in einem anderen Video gezeigt, das werde ich dir unten verlinken. Das Fazit. Fassen wir meine Testergebnisse kurz zusammen. Das Design ist wirklich hervorragend und auch die Verarbeitung kann überzeugen. Lediglich das Display fällt mir persönlich zu klein aus. Der Dokumentendruck ist dafür Spitzenklasse und auch beim Fotodruck macht der HP SmartTank eine gute Figur. Allerdings funktioniert der Fotodruck nur mit originalem HP-Fotopapier, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Beim Scannen und Kopieren bekommen wir dafür nur eine ausreichende Qualität geboten. Die Installation ist ebenfalls sehr langatmig und kann noch deutlich verbessert werden. Ein Highlight sind dafür die Tintenflaschen, die wirklich extrem sparsam und kostengünstig sind. Ebenfalls gibt es im Lieferumfang eine extra schwarze Tintenflasche nochmals extra als Reserve. Wirklich positiv zu erwähnen. Der HP SmartTank eignet sich also ideal für alle, die besonders sparsam drucken möchten und zusätzlich viel Wert auf eine hohe Druckqualität legen. Wir vergeben sehr gute 4,3 von 5 möglichen Sternen. Alle Links zum HP SmartTank 7005 Original HP Fotopapier und der Druckertinte findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn ich dir also bei deiner Kaufentscheidung weitergeholfen habe, dann unterstütze uns doch gerne mit einem Like, einem Abo oder sogar eine kleine Super Thanks Spende. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal wünscht deine Test Venture Crew.